Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Siko-Modellvorstellung. Und herzlich will und ja, wir haben auf jeden Fall eine Neuheit heute wieder am Start. Vorweg, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen, genauso wie ihr meinen Kanal auch mal abonnieren könnt. Auch wenn ich jetzt nicht mehr versprechen kann, dass die nächsten Folgen noch Neuheiten kommen. Ich versuche mich drum zu bemühen, aber ich kann nicht zu versprechen. Aber vielleicht, who knows. Können wir auch nun direkt starten. Wir haben die 1545, den Chevrolet Corvette ZR1 in der US Police Design. ZR1 war das erste Modell in Orange, habe ich schon vorgestellt. Ist, glaube ich, sogar mein erstes Mo Video überhaupt gewesen. Letztes Jahr im Februar. Kam aber auch im Januar schon raus. Beziehungsweise gab es teilweise sogar schon im Dezember von 2019. Obwohl es ein Januar 2020 Modell war. Machen wir erstmal das hier weg und gucken uns das Modell an. Oh, es sieht wieder so gut aus, ne? Alles schwarz. Wir haben eine Frontlippe, eine riesige. Auch wir haben hier Lüftungen links und rechts auch riesig. Wir haben hier das Nummernschild. Das Chevrolet-Logo auf so Silber und auf so schwarzen Hintergrund sieht auch einfach gut aus. Wir haben hier die Lampen zwar nur drauf gedruckt, aber dafür sehen sie halt auch ultra gut aus. Wir gucken auch gleich noch auf den Boden, wegen den Eckdaten. Wir haben hier nochmal Police so rum und so rum stehen. Und dann können wir auch die Motorhaube einfach noch aufmachen. Das ist halt auch einfach sick. Das finde ich an der ZR1 sehr gut, dass sie das gemacht haben. Gucken wir uns mal unten an. 755 PS ist auch einfach schon. Also das ist ja auch Next Level. Mit einem 8-Zylinder-Motor, 6,2 Liter Hubraum, 6300 Umdrehungen und 341 km/h Topspeed. Ist halt geisteskrank. Wir haben hier das klassische rote US Police, obwohl die auch rot und blau haben, glaube ich. Aber natürlich erkennt man es an dem roten noch ein bisschen besser, dass es die Polizei der USA ist. Dann haben wir. Es geht eigentlich alles schwarz weiter, genauso wie die Felgen sind auch schwarz. Das sind mittlerweile auch ziemlich häufig verwendete Felgen. Hatten wir auch schon bei dem SLS, hatten wir auch schon bei dem F150 in den letzten zwei Videos. Die werden auch immer mehr verwendet, finde ich. Aber auch sehr geile Felgen. Dann haben wir hier Police stehen. Und da haben wir wie so ein Police, so ein Wappen, würde ich jetzt mal sagen. Und dass die Tür ist. Auch alles weiß, genauso wie auf der anderen Seite, da steht es nur andersrum halt drauf. Interieur kann ich jetzt selber nicht viel sagen, aber vielleicht habe ich da auch schon was zu davor gesagt. Weiß auch nicht, ob ihr das die ganze Zeit seht, weil ich ein bisschen nicht immer auf die Kamera achte, sondern das, was ich sehe. Ich kann aber sagen, zwei Sitze sehe ich ja. Lenker sehe ich auch, aber wie genau das jetzt umgesetzt ist, lässt sich von mir aus jetzt auch gerade sehr schwer sagen. Hier scheinen wir auf jeden Fall den Tankdeckel noch zu haben. Und hier ist auch wie so eine Kuhle, um die Tür dann quasi da zu öffnen. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Er muss ja natürlich auch beim letzten Mal auch schon so gewesen sein. Ich kann mich noch nicht mal dran erinnern. Das ist jetzt auch schon etwas her. Bin ich ehrlich. Wir haben hier wieder einen großen Heckflügel. Aber der hier ist auch deutlich fester als der beim SLS. Vielleicht ist das auch beim SLS nicht so gewollt gewesen. Ich weiß es nicht. Trotzdem natürlich immer noch gut. Keine Frage. Wir haben hier auch wieder Rücklichter aufgedruckt. Ja doch, aufgedruckt würde ich sagen. Und die sehen halt auch einfach genauso aus, wie sie aussehen müssen. Mega gut. Wir haben hier ZR1 stehen. Wir haben auch nochmal das Chevrolet-Logo. Wir haben hier darunter nochmal ein Nummernschild. Und dann haben wir also Endstufe. Vier Abgas-Endrohre. Ach, ich flabber schon wieder. Also nach sieb beim siebten Video, dann kann man halt auch irgendwann mal ein bisschen choken. Aber mega Modell, also sehr gut, vor allen Dingen das mit der Motorhaube finde ich halt nice. Wäre vielleicht noch ganz nice, die Türen zu öffnen, aber sonst ist das halt, es sieht auch so böse aus, dieses Fahrzeug, ne? Ist wirklich unglaublich. Habe ich jetzt auch bisher noch nicht gesagt. Vielleicht habe ich auch mal ein paar Bilder hochgeladen zu den ganzen Modellen. Auf dem Instagram ist in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie auf meinem Kanal. Also sollte man finden. Ihr könnt auch gerne
dem Video einen Daumen nach oben da lassen, genauso wie ihr auch meinen Kanal abonnieren könnt. Ich weiß jetzt noch nicht, was als nächstes Video das kommen wird, weil das, bis das Video rauskommt, ist auch für mich in der aktuellen Situation ist es 4 Wochen später, deswegen kann ich das schwer jetzt voraussagen. Vielleicht kommt dann noch was Neues, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Lasst euch einfach überraschen und ja, dann bin ich raus und tschüss.